Ich habe jetzt gerade herausbekommen, welche Klemme denn die richtige ist, um den Zug hier fahren zu lassen. Ich muss jetzt allerdings noch die ganze Schote etwas kürzen, damit hier nicht zu viel Kabel herumwabbelt. Und nun muss ich wohl oder übel noch mal den Lötkolben warm machen. Und wenn der warm läuft, kann ich hier ja zum Glück schon mal das Gleis festschrauben. Okay. Das nächste Gleisstück könnte dann so aussehen. Oder besser so. Na gut, der Kolben muss inzwischen ja wohl heiß sein.
Das Stück kann jetzt hier in die Klemme 1 rein. Und jetzt muss ich an diesem Glasbereich hier eine weitere Lötung anbringen. Und vor allen Dingen auch ein weiteres Stück Kabel. Jetzt wird spannend. Jetzt geht es nämlich darum festzustellen, auf welche Klemme der jetzt abfährt, um dieses Gleis hier befahren zu können. Das ist jetzt natürlich Schicht im Schacht. Aber nicht, wenn ich da kurz schließe. Und das heißt, die Lok wird sich bewegen, wenn ich nur die richtige Buchse anspreche. An einer Stelle gibt es einen kurzen.
Da gibt es den kurzen. Aber all das kann erst beim nächsten Mal geklärt werden, denn die Zeit ist rum.